zum dritten Türchen dieses Adventskalenders, der euch meine Highlight-Bücher des Jahres 2019 zeigt. Und heute sind wir beim dritten Türchen und ich möchte euch den Auftakt einer Trilogie vorstellen von Becky Chambers, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Ein Buch, das wir, ich glaube, im Leseclub gemeinsam gelesen haben. Ich packe euch den Leseclub natürlich auch mal unten in die Infobox, schaut da gerne mit vorbei. Ein Buch, das ich lange auf dem Sub hatte und gar nicht im Nachgang verstehen konnte, wie mir das nur so passieren konnte. Wir haben hier einen Science-Fiction-Roman, der aktuell eben drei Teile umfasst und ich glaube auch der dritte Teil ist dann der letzte Teil der Reihe. Man kann das Buch aber auch wunderbar allein lesen. Man muss nicht damit rechnen, dass es hinten einen Cliffhanger oder ähnliches gibt. Man kann dann weiterlesen. Ich habe Teil 2 auch schon hier, aber noch nicht gelesen, aber die Geschichte endet an und für sich so, wie sie im Grunde ist. Lange kann man sich fragen, Mensch, was könnte dieser Titel bedeuten? Denn wir sind hier in einer Science-Fiction-Zukunftswelt, wo es ganz unterschiedliche Rassen des Weltraums gibt. Nicht nur uns Menschen von der Erde, sondern auch allerhand anderer außerirdischer Aliens, wenn man so möchte, die hier mit unterwegs sind. Und wir sind auf der Mayfair, einer weltraumreisenden Maschine, also im Grunde in einem Raumschiff und ja, da bekunden wir neue, fremde Welten, beziehungsweise machen uns mit der Crew auf den Weg zum kleinen, zornigen Planeten. Und was es damit so ein bisschen auf sich hat, das war mega spannend. Die Science-Fiction-Welt von Becky Chambers ist großartig erfasst. Ich war total hin und weg. Innerhalb der ersten zwei Leseabschnitte hatte mich die Autorin in der Geschichte. Es war packend, spannend. Die Zukunft wurde ganz wunderbar dargestellt. Alleine, dass man im Raumschiff unterwegs ist. Ich liebe solche Ideen einfach. Ich mag ja den Weltraum. Ich selbst wäre sofort dabei, wenn es Richtung Mars ginge oder Mond und würde mir das einfach mal ansehen. Mich fesselt so etwas. Mich fesselt sowas in Filmen und eben auch in Büchern. Und das merke ich immer wieder, dass ich doch eigentlich ein kleines Science-Fiction-Mädchen bin, wenn es um den Weltraum geht, wenn ich solche Bücher dann tatsächlich auch lese. Die Geschichte mischt natürlich so ein bisschen den Zeitgeist, den wir jetzt haben. Es gibt eben unterschiedliche Planeten, unterschiedliche Wünsche, die diese haben. Und die Charaktere darin repräsentieren dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen ihr Volk. Und da kann man natürlich durchaus sagen, dass die Toleranz, die sich hier vorgestellt wird, auch einfach für unsere Welt wünschenswert ist. Und das hat natürlich ganz viel Gefühl, was man eben auch einfach braucht. Gedanken, die einfach perfekt auch in unsere Zeit passen. Und das alles so ein bisschen mit dieser Science-Fiction, dass wir im Weltraum unterwegs sind. Zudem gibt es künstliche Intelligenz, was ein großes Thema, glaube ich, auch in unserer Zukunft definitiv sein wird. Und was macht dann einen Menschen zum Menschen, zum lebenswerten Menschen? Wann ist die künstliche Intelligenz im Grunde schon so menschlich, dass man eigentlich gar nicht davon reden kann, dass sie das nicht irgendwie ist und dass man sie dann eben auch einfach ausschalten könnte oder gar irgendwie rebooten könnte. Und ganz viele Themen, die man sich so ein bisschen von klassischer Science-Fiction im Weltraum so vorstellt, aber alles einfach ganz wunderbar verpackt, sehr modern, sehr flüssig, sehr schnell, ohne große Längen, dennoch sehr atmosphärisch, auch in kurzen Momenten, in Intervallen. Wir haben hier verschiedene Perspektiven, die uns diese Reise im Grunde auch nahe bringen. Und das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Es hat mich so gepackt und erfreut. Und ja, der zweite Teil ist bei mir eingezogen, aber wurde noch nicht gelesen. Das hatte aber gar nichts mit diesem Buch zu tun, sondern tatsächlich eher muss man, finde ich persönlich, für Science Fiction auch immer mal so ein bisschen einfach gerade bereit sein und ich glaube aber, dass das Buch spätestens dann im nächsten Jahr auch gelesen wird. Mittlerweile ist ja auch der dritte Band da und auch zudem sollte man, denke ich, dann unbedingt greifen. Die Geschichten sind da, wie gesagt, alle so ein bisschen unabhängig voneinander. Sie spielen halt im gleichen Universum und ich glaube auch, dass der zweite Teil wieder Charaktere aus dem ersten Teil aufgreifen, die wir bereits kennen. Aber es gibt hier keinen Cliffhanger. Man kann das Buch wirklich wunderbar allein lesen, ohne dass man am Ende irgendwie da sitzt und denkt, Mist, wie geht es jetzt weiter? Und das hat dieses Buch für mich auch einfach zu so einem Highlight in diesem Jahr gemacht, was ich einfach großartig fand. Hat mir unglaublich gut gefallen, hat mich gut unterhalten und hat mir einfach nochmal so einen anderen Blick auf die Dinge, auf die Welt und auf die Zukunft gegeben. Und das hat Becky Chambers wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und das war es jetzt auch schon, das dritte Türchen meines Adventskalenders, mein drittes Highlight dieses Jahr. Und ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen restlichen, schönen 3. Dezember.